Weil er ein Stauende zu spät erkannte, kam es am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr zu einem folgenschweren Unfall. Ein LKW, der die A8 in Richtung München befuhr, prallte auf ein Stauende und ging in Flammen auf. Wir sind hier beim Kilometer 162 auf der BHB A8, Fahrtrichtung München. Wir wurden alarmiert zu einem LKW-Unfall mit 3 beteiligten LKWs, wovon einer zu brennen begonnen hat. Auf der Anfahrt war dann die starke Rauchentwicklung schon sichtbar. Beim Eintreffen stellte sich das Lagebild wie folgt dar. Die Fahrzeuge sind aufeinander aufgefahren. Der hintere Lastwagen hat zu brennen begonnen. Die Fahrer wurden vom Rettungsdienst und von Ersthelfern bereits erstversorgt. Die Tätigkeiten von der Feuerwehr beschränken sich auf Löschmaßnahmen und momentan die Reinigung der Fahrbahn. Die eintreffenden Rettungskräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Die A8 musste teilweise voll gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Grübingen, Weilheim und Wiesensteig waren im Einsatz. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Am Montagabend gab es in Blochingen eine nicht ganz alltägliche Veranstaltung. Die Feuerwehr Blochingen sowie der Musikverein Stadtkapelle Blochingen luden zur Benefizveranstaltung mit der Bundeswehr Big Band zum Feuerwehrgelände ein. Zahlreiche Besucher kamen und staunten. Mit feinstem Essen, Eis und Kaffee sowie kalte Getränke kamen die Besucher voll auf ihre Kosten. Kapitän Leutnant Johannes Langendorf, der Tourmanager, spricht von 46 Jahren erfolgreichen Auftritten der Big Band. Der Big Band der Bundeswehr wurde 1971 aufgestellt durch den damaligen Verteidigungsminister Helmut Schmidt und gibt seit 46 Jahren. Und damals hieß es, ein moderner Sound für eine moderne Armee. Das gilt bis heute. Wir machen modernen Sound für immer noch eine moderne Armee. Und seit 46 Jahren haben wir, oder in den 46 Jahren haben wir über 20 Millionen Euro an Spendengeldern eingesammelt. Das ist sehr unterschiedlich. Ich muss natürlich Veranstalter haben, die sagen, sie haben Lust auf so ein Konzert, auch die organisatorische Arbeit zu übernehmen. Ansonsten reisen wir in diesem Jahr von St. Peter-Ording bis runter zum Gardasee. Da kommen wir gerade her. Wir reisen, das ist die Nord-Süd-Achse, wir reisen von Xanten am Niederrhein bis Plauen ganz im Osten. Wir waren ein paar Tage beim Kirchentag in Berlin und Magdeburg dabei. Wir werden dieses Jahr noch nach Seoul und Moskau reisen, nach Malaysia zum Tag der Deutschen Einheit und zu besonderen Anlässen in Malaysia. Wir werden beim Bundespräsidenten spielen, beim Bürgerfest des Bundespräsidenten mit Max Mutzke. Der Tourplan ist ziemlich lang, ziemlich voll und wir sind erst wieder zu Hause am 15. Juli. Auch dabei Marco Matthias, der Sänger, der schon mit einigen Stars gearbeitet hat. Ich habe schon mit Ralf Siegel gearbeitet. Ich habe mit Tony Hadley von Spandau Ballet gearbeitet. Mit Nelly Furtado schon mal auf der Bühne gestanden. José Feliciano, den Macher von Feliz Navidad, ne, kennt man zum Beispiel. Oder seine schöne, sein Doors-Cover Light My Fire aus den 60er Jahren, also ein Urgestein. Mit diversen portugiesischen Künstlern. Ich komme ja auch aus Portugal, also bin hier in Deutschland geboren, aber meine Eltern sind aus Portugal. Dort habe ich auch schon viele musikalische Erfahrungen gemacht. Und. Also dafür würde wahrscheinlich die Zeit jetzt nicht reichen. So konnten die zahlreichen Besucher mit rhythmischen Bewegungen zum Takt den Abend verbringen. Die Deutschland sucht den Superstar-Kandidatin Susan Albers kam durch DSDS zu der Big Band. Ich bin zur Big Band gekommen letztendlich über den Kontakt von DSDS, mein ehemaliger Tontechniker, der uns bei DSDS immer einen Ton auf die Ohren gegeben hat. Der hat mich hier zur Big Band verwiesen und hat gesagt, die haben da ein Casting, geh doch mal hin und stell dich doch da mal vor. Ja, habe ich gemacht, hat geklappt und jetzt bin ich hier im schönen Blochingen. Genau. Der Unterschied zwischen DSDS und Big Band, ja, wie kann man das beschreiben? Das Schöne ist natürlich, dass bei der Big Band alles live ist. Also man hat wirklich fantastische Musiker im Background. Man kann einfach nur vorne stehen, man muss nicht darum bangen, komme ich jetzt eine Runde weiter oder nicht? Denn das ist ja alles schon geschehen. Aber es macht jetzt endlich einfach nur noch Spaß. Man kann sich nur auf den Gesang konzentrieren, wenn man weiß, es sitzen Profis hinter einem. Und diese ganze Kraft der Big Band, die schiebt einen richtig wow in die Höhen und in die Emotionen. Gemma Endersby
die mit Größen wie Fanta 4 und Revolverheld auf der Bühne stand, kam auch eher durch einen Zufall zur Big Band. Neben meinem eigenen Projekt, wo ich auch Songs schreibe und habe in 2015 meine eigene Platte veröffentlicht, singe ich bei The Voice of Germany und Ray Garvey. Max Herre habe ich gemacht und Revolverheld. Und als ich Revolverheld gesungen habe auf einem Konzert, haben die Big Band danach gespielt. Da habe ich die kennengelernt. Und dann hat der Manager, der Johannes Langendorf, gesagt, wir suchen eine Sängerin. Hättest du nicht Lust? So. Und da habe ich mich beworben. Um 22.30 Uhr wurde das Konzert beendet. Sollten auch Sie nun die Big Band der Bundeswehr live sehen wollen, so können Sie auf www.bigband-bw.de den aktuellen Tourplan einsehen. Seit dem 14. Mai 2017 kann man im Schwörhaus in Esslingen die Ausstellung Haustiere lieb und lecker anschauen. Der Titel ist mit Absicht so gewählt worden. Denn unsere Haustiere sind nicht nur zum Kuscheln da, sondern manche essen wir auch tagtäglich. Martin Beutelsbacher, der Leiter der städtischen Museen, erklärte uns den Hintergrund der Ausstellung. Wir haben hier im Schwörhaus eine Tradition, dass wir Ausstellungen für die Familie und für die Kinder machen. Und wir wollen hier in dieser Ausstellung ein ganz einfaches Thema aufgreifen, nämlich unser Verhältnis zu Tieren. Das ist für viele geprägt dadurch, dass sie Haustiere haben, mit denen sie kuscheln und die einen Teil der Familie darstellen. Aber es ist auch dadurch geprägt, dass wir Tiere aufessen in Form von Schnitzel oder dass wir ihre Produkte essen in Form von einem Spiegelei oder dass wir sie nutzen, indem irgendwelche Schlachtabfälle sich plötzlich in Cremes wiederfinden und sowas. Und wir wollen einfach das Spektrum aufzeigen und jedem die Chance geben, sich darin zu positionieren. Mancher sagt, ich esse nie wieder ein Tier. Und mancher sagt, so ein bisschen vielleicht schon, aber vielleicht weniger. Und mancher sagt, du kommst da gar nicht raus aus der Nummer. Dann kannst du auch gleich Gulasch oder sonst was essen. Also wir machen keine moralischen Anstalten hier, sondern wir wollen einfach bloß zeigen, was ist eigentlich unsere Situation. Und da suchen sich kleine und große Leute dann ihre Position aus. Das ist ganz klar. Es gibt viele Möglichkeiten, Dinge in der Ausstellung zu erleben. Man kann bei einer Kuhattrappe selbst versuchen, Milch aus dem Euter zu bekommen, was gar nicht so einfach ist, wenn man den Trick nicht raus hat. Am Basteltisch können sich Kinder kreativ mit dem Thema Tier beschäftigen. Oder am Schaukasten erkunden, welche Hunde für welche Aufgaben geeignet und gezüchtet wurden. Auch ein eigenes Bienenvolk ist live zu beobachten. Noch bis zum 18. Oktober 2017 kann die Ausstellung besucht werden.